Hallo, willkommen zurück zu Köln mit der Regenbogenpinsel. Beim letzten Mal waren wir mitten in der Luft über den Wolken und haben uns dort unseren Weg gebahnt und hin und her gerollt. Und jetzt geht's weiter mit Raketen-Kirby hebt ab, der nächste Verwandlung. Die dritte und letzte in diesem Spiel. Wir hatten mit Rick Panzer-Kirby kein Kirby. Dann fehlt nur noch einer aus Kirby 3 und 2. Und das wäre Kuh. Und da haben wir ihn. Mit Kuh werden wir zu Raketen-Kirby. Und damit fliegen wir in dieses komische Ding da rein. Dieses Flugschiff. Anscheinend. Ja. So, wie steuern wir Raketen-Kirby? Natürlich mit unserer Linie. Es hat vorne ein Schutzschild. Und deswegen können wir ihn. Können wir so Gegner kaputt machen. Immer schon geradeaus. Ehrlich gesagt finde ich die Steuerung von Raketen-Kirby doch ein bisschen schwieriger als mit. Als normaler Kirby oder überhaupt. Na komm schon. Raketen-Kirby. Ja, noch einer. So. Da wird ein Schnellchen. Können wir ihn so steuern? Ja, wir können ihn so richtig. Ach, verdammt. Ne, wir haben keine Sternpaume übrig. Schade. Na gut, dann halt kein Monat für uns. Oh, was ist das? Ach so. Wir müssen die Schalter einfach nur anfliegen. Wie auch immer das funktioniert. Das machen wir so. Achso, das ist nur Tore. Wir dürfen nicht das Schalter aktivieren. Tja, wir tun es trotzdem. Weil. Es ist der Selbstzerstörungsknopf. Ups. Okay, was hast du vor, Eline? Zeige dir mit dem Touchpad einen Weg zum Ausgang. Wir müssen auf jeden Fall alle Schalter aktivieren. Dorthin. Dann müssen wir dahin. Dann müssen wir hierhin. Dann nochmal zurück. Und so hoch runter. Dann da durch und hier durch. Sieht doch gut aus, aber hier sind noch ein paar Punkte, aber wir gehen am besten mal den direkten Weg. Denn wir haben nur 60 Sekunden Zeit dafür. Kein Kreis machen. Oh, warte. Gib mir diesen 100er Stern her.
und nicht hier runter. Müssen wir hier durch? Ja, müssen wir. Gib die Truhe her. Dankeschön. Auch noch nur 8 Sekunden. Oh, das ist noch eine Uhr. Die Truhe nehmen wir noch mit. Ah! Gott verdammt! Okay. Warte kurz, ich glaube. Ich glaube, die Kreise sind Uhren. Gut, dann machen wir das mal am besten vielleicht. Kann ich ein bisschen anders. Hier auf jeden Fall. Nur ein bisschen was zeigen für mich selber. Raus zum Ausgang. Weil hier ist auch noch eine Truhe. Den Turbo kriegen wir nicht. Nehmen wir diesen Turbo. Nimm doch die Uhr mit. Wo ist der andere Schalter eigentlich? Ich hab vergessen, einen Schalter zu aktivieren. Ah! Nimm ich den da. Okay, das war dämlich. Okay. Mal richtig den Schalter an. Dann geht auch so hoch. Hier. So. Jetzt los. Aktiviere den Schalter richtig. Ja, immer gut, geradeaus. Kirby! Kirby, hallo! Jetzt müssen wir den langen Weg nehmen, weil wir keine Sternenpower haben. Thank you.
Hä? Das habe ich irgendwie selber verwirrt. Gehe vielleicht mal kurz hier runter. Vielleicht ist das ein hundertster Stern. Nehmen wir nur kurz. Hier so durch. Dann straight zurück. Hier, hier und hier. Nur falls ich das brauchen sollte. Also schön hier hoch, diesen Schalter aktivieren. Die Truhe einsammeln. Ja, nimm nur den Stern mit. Au. Nein! Okay, jetzt straight zu Ziel, würde ich sagen. Nehme ich jetzt noch den Stern mit. Vor allem die Uhr. Geh raus, Kirby. Los. Boah, das war jetzt eine harte Arbeit. Und alles explodiert da hinten. Wir haben nichts gemacht. Oh, so viel, ein Scherchen. Die nehmen wir noch mit. Solange wir können. Oh, es dreht sich schneller. Okay, wir warten mal kurz, ob es jetzt auf eine gute Position ist. Haha! Da-da-da-da-da-da-ba! Ding-ding-ding-ding-ding! Nur Silber für 603? Wow! Also die Bedingungen sind manchmal irgendwie komisch. Und es fehlt eine Truhe, aber egal. Oh, so viel Musik. Yay. Das freut mich doch. Ja, ich glaube, ich weiß, wo die Truhe ist. Als nächstes folgt der Boss der Welt. Wispy Woods in den Wolken. Ja, es ist wieder ein Wispy Woods. Und das finde ich halt wirklich ein bisschen schade in diesem Spiel, dass es die Bosse recycelt. Wir hätten ruhig andere Bosse ausdenken können, aber nein. Es gibt gleich zwei Wispy Woods in diesem Spiel. Warum auch immer. Das finde ich halt nicht so gut. Warum ist da jetzt... Oh. I see the problem. Kommt da noch was? So. Auf zum Boss.
Da ist er, der Whispoos in den Wolken. Und er wird jetzt Silber. Oh. Wir können also nur mit Stempel angreifen. I see. Ja, natürlich. Wollte das auch noch schaffen würden. Ach, renn doch nicht ständig in die Stacheln rein, Kirby. Oh Gott, dammit. Was kann ich eigentlich? Es ist doch nur Whispywoods. Warum habe ich ausgerechnet bei Whispywoods Probleme? Das ist literally der erste Boss. Gott, Mann. Warten wir kurz ab. So. Jetzt endlich mal. Einfach mal das machen, was ich mache, was ich. Oh, Kirby. Nehmen wir jetzt die Heilung noch mit. Mann, ist das anstrengend. Gegen Whispywoods. Ich wollte schon sagen, der macht gerade gar nichts. So. Guter Treffer. Das ist jetzt echt nicht schlecht. So, nur noch ein bisschen. Au. Warum war jetzt die Linie weg? Ernsthaft, warum war da gerade die Linie weg? Mann, du. Ich versage hier echt gegen Whispywoods gerade. Das ist schon irgendwie peinlich. Ach, Mann.
Treffer 1. Ach, komm schon, Kirby. Nimm die Kirschen mit. Lass dich einfach wieder treffen. Hat auch eh keinen Sinn jetzt gerade. Der Versuch war dämlich. Es kann auch echt nicht sein, dass ich gegen Mistvirus versage. Roll doch in die richtige Richtung. Das warten wir jetzt immer ab. Warum muss da unten um einer sein? Mach nochmal von vorne. Ey, 16 Leben. Das jetzt? Das ist jetzt habe ich schon hier treffen oder was? Also in die richtige Richtung, Kirby. Ach Mann, oh Kirby! Ach. Hol dir die Heilung, Kirby. Das ist eine gute Taktik eigentlich. Ach, komm schon, Kirby. So, geht doch, meine Fresse. Ey. Es ist schon peinlich genug, dass wir beim ersten Whispibus versagt haben, aber jetzt hier. Da ist es jetzt eigentlich vorbei. Uiuiuiui. Okay. Nach diesem Struggle kommt dann die nächste Welt, Welt 5, Oranges Waldland. Aber nach diesem Postkampf habe ich jetzt erstmal genug für heute. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Part wieder mit dieser Welt. Bis dahin sage ich bis dann und Aloha.